Ja, Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder ein Raft mit mir am Flyhigh und natürlich unserem Highfly. Was wir heute machen, ist eine kleine Insel erkunden. Die habe ich jetzt nämlich beim Planken platzieren, Planken platzieren, immer nur Planken platzieren. So, hier trinken, auffüllen und wie ihr seht, essen und trinken ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was bringt so eine rohe Kartoffel? Ja, komm, snack die einfach mal weg. Ja, ist. Hey. Jetzt wäre es praktisch, wenn du jetzt hier bei drauf gehen würdest. Nein, macht er natürlich nicht. Gut. Let's go. Gibt's hier eigentlich auch irgendwie schnelles Schwimmen, weil der Hai ist ziemlich auf mich fixiert, du. Das sage ich euch. Ja, gut. Morgenstund hat Gold im Mund. Blumen wollen wir nicht. Kann man hier irgendwas mitmachen? Nee. Nö. Da kriege ich eine Kokosnuss. Okay, Planken kriege ich. Palmsamen, Planken. Alles klar. So, dann hauen wir doch einfach mal alles weg, was wir können. Kokosnüsse. Kokosnüsse sind, glaube ich, gut. Die können wir dann wieder schnabulieren, essen und trinken. Ja, da war noch eine Ananas. Die Anna war nass. Was, was, was? Oh, eine Wassermelone haben wir ja auch noch. Nochmal eine. Sind dann hier auch mehr Ananasse? Nö, die Ananas sind trocken. So, und jetzt ist die Frage, wo ist der blöde Hai? Der schwimmt immer noch darum. Und jetzt? Jetzt schwimmt er da hinten. Na, jetzt. Gut, das ist Schrott. Schrott ist mal nicht so wichtig. Alter, der kommt gleich wieder und gibt mir eine. Also Schrott ist schon wichtig, aber. Eieiei. Was haben wir da? Oh, Sauerstoff. Egal, der geht noch. Boah, und dann kommt noch der Hai. Dreckschwein, du. Was haben wir da jetzt abgebaut? Sand? Ton? Wassermelonen, Samen. Oh ja, jetzt. Das ist ja geil. Das füllt auch Wasser auf. Ein Traum. Na dann, lasst uns doch mal diesen Haiköder probieren. Beziehungsweise, was passiert? Da habe ich dann meine Ruhe vor dem Hai. Frage, was wollen wir von hier unten? Okay, der ist da echt mit dem Köder beschäftigt. Was ist das? Das war der Sand, oder? Und wie lange hat man dann Ruhe vor dem? Hier war auch noch irgendwas mit Sammeln. Ja, wir kommen ja schon hoch. Kann man hier nicht irgendwie schnell? Okay, da scheint er echt eine Weile dran zu knabbern. Sind das Steine? Wenn ja, dann wäre das super. Ah, Ton. Okay, jetzt ist das Ding hier kaputt. Wenn dein Haken kaputt ist, bau einen neuen.
Okay, dann hakt er immer noch dran rum. Oh, da war er wieder. Jetzt ist er anscheinend. Hilfe. Okay, bringt jetzt auch nur so semi was, würde ich behaupten. Ja, wie kommt er jetzt dahin? Mag nicht mehr ins Wasser gehen, wenn dieser Hai da ist. Aber diese Blumen, was habe ich denn noch gesammelt? Irgendwas. Nee, wir warten nicht, bis er uns zuerst sieht. Ach komm. Ach, der ist sogar bei meinem Floß. Auge in Auge. Ah. Oh, hau ab. Wir sind gleich tot. Es soll jetzt noch einmal das Boot attackieren, der feige Feigling, du. Jetzt kann man doch hier bestimmt. Das brauchen wir nicht. Wie Sand. Er ist tot. Ja, dann nichts wie runter hier und das ganze Zeug erstmal holen, was wir so holen können. Wenn wir jetzt doch dann erstmal Ruhe haben. Okay, wir sollten Luft holen. Definitiv. Warum muss man denn hier so weit runter? Oh, das da könnte sich lohnen abzubauen, oder? Kupfer oder sowas? Kupfer, jawohl, ja. Was ist das? Eisen oder was? Hm? Metallerz, ja, geil. Oh, jetzt geht schon das Zeug raus, weil das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Oh, oh, wir gehen unter. Ah, das ist... Oh Gott. Oh Gott, ja, alles klar. Ich verstehe, ich verstehe. Sollte er eigentlich erstmal entspannt ohne Hai. Oder wie schnell respawnt er, wenn jetzt hier gleich in den nächsten Sekunden der nächste kommt. Weiß jetzt. Das Ding ist schon wieder kaputt, das kann ja jetzt nicht sein. Zum Glück habe ich Kisten gebaut, Freunde, ich habe Kisten. Das da rein, die Palmblätter rein. Na gut, das können wir eigentlich essen, das kann da rein. Warum ist jetzt dieser Haken schon wieder kaputt? Da habe ich den irgendwie vor Schreck weggeworfen. Aber will ich meine Zeit mit Schrott verschwenden? Nein. Erkunde mal das hier mal, was hier noch so geht. Hier waren irgendwie noch Algen wahrscheinlich. Die Luft geht uns gleich wieder aus. Ich weiß ja nicht, ob das auch von Insel zu Insel unterschiedlich ist oder wenn oben nicht so viel ist, ist vielleicht unten viel. Hier haben wir was? Ton wieder, oder wie? Ton, naja.
Ich krieg gleich wieder eine von diesem Hai. Der wird doch gleich wieder respawned sein. Nehmen wir noch ein bisschen Schrott mit. Es gibt ja, glaube ich, auch noch Taucheranzug und solches Zeug. Sand daherkommen. Lass mal hin, das Hammer. Beine wären näher, wären mir ja lieber gewesen. Wird schon wieder dunkel. Oh, hier. Was ist das? Metallerz ist das, okay. Oh, Sauerstoff, Sauerstoff. Komm, egal. Das holst du dir noch. Ja. Wer einen Haiangriff überlebt, überlebt auch das. Oh, da ist er schon wieder. Kann man hier nicht irgendwie schneller schwimmen oder so? Ja, das macht mich irre. Okay, dann gucken wir doch hier nochmal rein. Das bringt nichts. Algen. Edern und solches Zeug. Das ist erforscht. Sonst haben wir ja nichts Neues bekommen. Das ist auch nichts. Ja gut. Essen. Ach, die kann man mehrmals essen. Dann prügel doch mal die Dinger da auf dem Grill durch. Die sollten doch. Wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht sein. Und dann habe ich den Hammer. Den Hammer habe ich, glaube ich, irgendwo hier reingelegt, ne? Hier nicht. Hier auch nicht. Hä, wo ist der Hammer hin? Da ist der Hammer. Bin ich denn doof? Wie schon. Ah ja, richtig, weil ich die ganzen Planken, die ich gesammelt habe, hier rein habe. Wie war denn das mit diesen Auffangnetzen? Seile. Heißt, Seile waren hier. Mach das mal. Nägel hatte man auch irgendwo eingelagert. Hier. Konnte man aber auch noch gut herstellen. Brauchen wir das ganze Zeug erstmal nicht. Das habe ich, glaube ich, drüben schon eingeladen. Wie? Was? Das braucht 8 Seile? Ach du Scheiß. Ja gut. Haben wir ein Sammelnetz mehr. Ja, so macht irgendwie mehr Sinn, oder? So. Gut. Oh, scheiße, und jetzt haben wir gleich keine Planken mehr. Fleisch läuft durch, wir schlafen. Dass es hell wird. Gut, der Plan war irgendwie anders. Wie, ich habe hier kein Plastik weggelegt und Plastik ist alle. Oh Gott. Okay, das war das. Das war ja eine kurze Nummer. So, was macht der Lappen an Essen? Okay, einiges. Ah, jetzt geht mir der schon wieder auf die Nerven. Hau ab! Hau ab! Hau ab! So, jetzt lasst uns mal noch gucken. Wir können hier
Ach, ich habe übrigens so einen Wimpel gebaut. Apropos Wimpel. Ja, komm, bau ab. Wir sind hier fertig. Und ich gehe davon aus, da wo die Spitze hin zeigt, da müssen wir auch hin. So, jetzt, wo war da? Eine Anbaufläche. Kleine Anbaufläche. Lässt sich größere Pflanzen züchten. Scheiße, wo stelle ich das denn jetzt wieder hin? Dass der Hai das nicht gleich zerkloppt. Und was kann ich da jetzt reinmachen? Lasst es uns herausfinden. Hä? Kann ich die da? Okay, hier kann ich anscheinend Wassermelonen reinmachen. Sag mir jetzt aber nicht, ich muss das. Braucht frisches Wasser. Okay, jetzt habe ich es halt einfach mal getrunken. Jetzt brauchen die. Oh, kriege ich die noch? Ja, was für ein Wurf. Alter, seht ihr das? und ich kann jetzt keinen Anker bauen, wa? Doch, kann ich. Kann ich einen Anker bauen? Na, wie krass ist die Insel? Geil, das wird unsere nächste Aufgabe für die nächste Folge. Oh ja, da werden wir auf jeden Fall anlegen. Das sieht nach Abenteuer aus. Da denke ich als nicht dran, dass da immer noch was drin ist. Dieses Drehen nervt ein bisschen. Nimm das Plastik. Die Musik finde ich übrigens auch mega super. Ah, das gilt gleich für beide, na dann. Reinigen wir erstmal noch kurz die Weltmeere. Sehr schön. Da sind wieder Wassermelonen. Kann ich hier. Doch, hier kann ich ein bisschen schnell laufen. Ananas? Niemals ist die Insel hier friedlich. Never ever. Super, ich wollte jetzt ja eigentlich ein paar Bäume fällen, aber. Von wegen im Regen. Du fällst hier keine Bäume. Mir aber nicht, dass der mich hier auch attackiert, der blöde Hai. Ein Stein hier oben, so weit oben liegen Steine oder ist das jetzt hier die Insel voll Steine? Oh gut, Steine sind wichtig. Oh, das ist irgend so ein komischer böser Fisch, glaube ich. Ja, aber wir lassen uns jetzt gerade mal nicht vom Hai beißen, gehen da jetzt mal nicht rein. Die Insel wird uns jetzt die nächsten mindestens 2 Folgen begleiten, würde ich sagen. Und
Hier gibt's ja nichts, ne? Ey, was? Ach, die Möwen machen das kaputt. Nee, die Schweine. Das glaube ich doch jetzt nicht. Nervig, ständig sind Blanken alle. Oh, Adamo, da gibt es ja auch bald eine andere Möglichkeit. Aber wir können jetzt hier nichts mehr freischalten. Was ist das? Kupferbarren? Bolzen? Explosives Pulver? Ein Scharnier? Bolzen? Aber hier am Pulsen ist jetzt hier nicht angezeigt, oder? Zum Freischalten. Aber es gibt auf jeden Fall krasse Sachen im größeren Rucksack. Das ist ja nicht schlecht. Du Wolle, Leder, okay. Und wie stelle ich dann Bolzen her? Teppichuhren, hier ist schon ein Haufen Scheiß, den man auch nicht braucht. Nee, da verschwende man jetzt keine Ressourcen. Deine Kunststoff. So, in der Hoffnung, dass diesmal meine Pflanzen nicht von diesen blöden Ärschen gefressen werden. Hey, du musst hier eins machen, ne? Und dann musst du hier schon wieder gleich das nächste reinheizen. Und dann viel Plastik. Es ist eine Tortur. Das gibt's doch nicht. Chicken Nuggets hätte ich gerne. Dafür brauche ich aber Platz im Inventar. Pass auf. Ja, damit es uns wieder richtig gut geht. Wie oft kann man zweimal kann man davon essen? Ja. Ich hätte jetzt so Bock. Doch, wir gucken da mal in die Höhle rein. Oh Gott. Unser Speer ist bald wieder durch. Es ist. Das ist gar keine Höhle. Doch, da ist irgendwas drin. Sag mir jetzt, hier bräuchte man explosiven Sprengstoff. Oder ist es nachher der Ausgang von irgendeinem Labyrinth? Weil das sieht so aus, wie wenn man da oben rauskommt, aber nicht reinkommt. Ey, das wäre ja genial. Aber das finden wir alles. Wobei, warte, den Baum gucken wir uns noch an, ja. Okay, das bringt nichts. Hey, die Riesenbäume kann man hier nicht fällen. Das ist ja doof. Okay, das ist dumm. Da steht ein kleiner, den man fällen kann. Komm, den fällen wir jetzt. Eine Planke, zwei Palmblätter, Planken, Palmsamen. Sehr gut. Oh, was sind das für Bäume? Oh, ganz viel Essen. Ey, hier hat hier jemand gelebt? Hallo? Hallo? Noch mehr Bären. Rote Beere, rote Beere. Nee, das war. Ah, den konnte man auch fällen. Und dann kriegt man Mangos oder so. Alter, wie gut. Ja, wir müssen unseren Vorrat an Planken und so schaffen und an Palmblättern. Das ist eigentlich nicht verkehrt.
Hä? Oh Gott, was ist hier? Kiste aufnehmen, Planke, Schrott, Schrauben, Scharnier, Bolzen. Das kann ich. Oha. Nö, ich dachte, ich kann da jetzt buddeln. Okay, eine Kiste gefunden. Dann lass uns zurückgehen. Wo ist Floß? Da. Gibt's jetzt Fallschaden? Nee. Wir müssen hier auf den Repariermodus. Hier hat er schon gesnackt. Hier hat er schon gesnackt. Ach so, kein Kunststoff. Ja, alles klar. So, pass auf. Wir haben Bolzen bekommen. Erforschen. Wir können eine Metallangel, eine Metallaxt. Metallschrotthaken, das lernen wir jetzt alles. Dann durch die Scharniere. Eine große Anbaufläche für Bäume und eine. Oh, gut. Und dann war doch hier der Glibber. Glibber habe ich auch noch gefunden. Eine leere Fl Ah, endlich, was ist das? Ein Insektennetz? Einfacher Bogen und die Flossen, also langsam läuft's. Da brauchen wir Seile und ein Scharnier. Kann ich jetzt hier irgendwo? Okay, das ist nicht schlecht. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum ich keine Scharniere bauen kann. Kunststoff. Kann ja nicht sein, dass ich das alles finden muss. Ey, irgendwer hat doch hier schon wieder was weggeklaut. Es läuft. Das läuft. Einen Schluck trinken. Dann können wir auch gleich nochmal Wasser auffüllen. Das ist dann für morgen früh. So, wir machen jetzt nasser Ziegel. Mal keine Ahnung. So viel wie wir haben. Scheißegal jetzt. Mangos haben wir, rote Beeren haben wir. Okay, das ist cool, das ist cool. Jetzt haben wir wenigstens Essen. Was bringen so Mangos? Mango Tango. Okay, auch gut. Na gut, Freunde und Freundinnen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch einfach wieder den Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich falsch mache oder richtig mache oder was ich besser machen kann. Denn ihr seht ja, ich bin immer noch hilflos und verwirrt. Und dann, ciao, ciao.